Die Traumspiegel können auf dem Schlachtfeld frei zwischen den Welten des Lichts und der Finsternis wechseln. Meistere beide und hole Monster aus beiden Welten, um den Kampf zu dominieren. Ja, und damit willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Bin gespannt, was das sein soll. Herrschaft über die Träume. Gute Träume, böse Träume, naja. Ich mache eine Stimme aus dem Nichts, rief im Locken zu. Sag mal, das ist ein Zimmer, setz mal Trauer, wenn du gelandet bist, nicht wahr? Halt näher zu kommen. Ich will nur eine Frage stellen. Was hieß denn dein Träumen? Dass es zwei Arten von Träumen gibt. Gute Omen, die dem Träumer Glück und Wohlstand bringen, schlechte Omen, die nichts als Unglück heranziehen. Oha. In guten Träumen sieht es aus wie ein Engel, aber in bösen Träumen sieht es aus wie ein Dämon. Okay. Hier oben stand. Keine Ahnung. Ich finde es gerade ein bisschen creepy, wenn ich hier sein soll. Lichtkugel. Sehr schön. Aber oh, die vielleicht hier sogar wieder? Finsternis und Licht. Oh, macht ja Sinn. So, ein Traumspiegeldeck. Was bringt das, hä? Einige Traumspiegelkarten können unterschiedliche Effekte haben, je nachdem, welcher der beiden Traumspiegel des Spiels aktiv ist. Es gibt sowohl Licht- als auch Finsternis-Traumspiegelmonster. Fusionsmonster vorbringen. Oh. Der verlorene Mann des Spiegels heißt der Gegner, okay? Des Spaßes. Oh, das klingt eher nach Dunkelheit. So, was? Hier. Wir haben schon ein Verbindnis ändern. Okay. Von Licht zur Finsternis. Ching, ching. So, kann der Mann sagen, naja, das ist auch mal ein Handel. Spielt so aktiv ist, okay. Mhm. Hey, was ist alles für Monster? Ach so. Einmal das Licht finden, einmal. Gut, macht Sinn. Momentan noch ein bisschen creepy.
Jo, dann. Ach, wir müssen mit den Eigenschaften herumspielen, wa? Licht, Finsternis und so hin und her switchen. Klingt auf alle Fälle interessant. Mhm. Okay. Dann gucken wir mal. Du bist als Erster. Yeah. So, was rufen da für ein Monster, wa? Also man kann es nur auf die Hand nehmen, wa? So, so. Entweder irgendwie so ein Monster. Na egal, komm. Zurückgelegt werden soll. Jetzt haben wir dieselbe Karte, habe die hier. So. Naja, der Spaß ist okay. Fusionsmaterial vom Friedhof. Was ist ein Terror? Dann habe ich ein Traumspiel des Terrors. Wir so ein Traumspiel des Chaos einspielen können. Was ist das hier mit diesen Fusionsmonstern? Nur noch Eigenschaften. Achso. Also rufe noch einen Dschungelkorn, aber ich hätte halt den Effekt nicht spielen dürfen. Alles klar. Gut, was dazugelernt. Schnippen wir mal einen ersten Zug. Ja, das ist irgendwie vorhin falsch gesehen. Ich dachte von wegen, ja, das wäre eigentlich umgekehrt. Von der Hand oder deinem Deck. Nee, nee, lass ihn mal so. Nee, passt schon. Dankeschön. Jetzt mal gucken, was der Gegner macht. Ja. Warte mal, den Zauber zu aktivieren, der Spaß, also ja, müssen wir eigentlich jetzt den aktivieren. Der Traumspiegelfreund, kann man versuchen, mal gucken, was der macht. Ne, die Karte spiele ich nachher. So,
Ja, ja, super. Der wechselt uns natürlich jetzt gar nichts. Genau, jetzt geht es mir eigentlich darum, dass ich doch das hier nutzen kann. Ich habe zwei Finsternismonster, ich habe ein Lichtmonster, aber natürlich auch das Vieh noch. Die Frage, welchen rufe ich jetzt? Den Engel quasi oder das ein Dämon? Das ist ein Dammspiel des Spaßes, okay, das wird, heißt der Effekt hier unten wird zählen. Das ist ganz einfach gut anbieten. Dammspiegel Erlkönig ist dann im Exodeck in die Verteidigungsposition. Die Frage ist, warum sollte er das tun? Andererseits mit der Karte. Ja, komm. Hat irgendwie der hier mehr Spaß gefühlt. Ja, ich will mal das Vieh und dann noch den hier. Und Fusionsbeschwörung. Der Erlkönig! Der Erlkönig reitet geschwind durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Er reicht den Hof mit Mühe und Not. Das Kind in seinen Armen. Nee, in seinen Armen geschwind. Das Kind war tot, irgendwie sowas. Oder war doch irgendwie so. Ich meine, ja, du kannst es doch schon ändern. Das ist eigentlich die Frage, warum, weil ich habe momentan keine Karte, die irgendwie darauf reagieren könnte. Okay, er wird einen Grund dafür haben. Tschüss, Mann! Da kommt er schon und natürlich ist ein Effekt. Du kannst halt das Spiel verwenden. Zerstöre sie. Jusikowski. Oh nein! Er hat mich ausgekettet. Von einem Deck. Lecco mio. Dritte Kette. Leck mich. So, neue Kette. Nein, es kommt, wurde meine Kette übersprungen, oder? Das sind irgendwie schon üble Kombis. Du kannst mich nicht töten! Ah, komm. Oh, ich kann mich selber killen, okay. Was? Eine Kette hat meine eigenen Effekte, krass, ey. Na gut, sie ist ja die Kette, die jetzt zuletzt ausgeführt wurde, die ersten Effekte, also passt schon. So, weg damit. Ey, Alter, wie viel kann ich eigentlich noch opfern? Und die Karte ist eh weg, weil ich annulliere den Effekt davon nicht, aber... Ey, ist ja Kette um Ketten. Ich kann den Effekt nur einmal pro Zug nutzen, wa? Ah, genau, nur einmal pro Zug nutzen, steht da. Er wäre sonst ein bisschen overpowered, ganz ehrlich. Und ich rufe wieder mal das andere Viech. Tsching, tsching. Nehme ich den, warte mal noch.
So, jetzt aktiviere ich nämlich seinen Effekt, den kann ich eigentlich noch nutzen. Eigentlich sogar beide. Doppelter Zerstörungseffekt. Bye bye, Fallenkarten. So, Freunde, jetzt macht's langsam Spaß. Er ist tot. Also fast. Oh, ist der nervig. Ja, ist gut, ich hab's geschnallt. Greif mich dann. Jetzt macht er denselben Scheiß. Dann tut er den Spaß ist drauf, ne? Ja. Komm, lass es langsam mal. So, der verlorene Mann des Spiegels, also kam man dazu gerade vor. Ich ruf Monster, jedes Mal kriegt er einen Schaden davon, also. So, aber jetzt nicht, warte mal, jetzt haben wir doch zu wenig Finsterniskugeln, oder? Lass mich raten, ich krieg hier von welcher. Yeah, natürlich. So sind hier die Wahrsagerin. Traumwelt der Sonne. Traumwelt des Mondes, erfüllt von tiefem, finsterer Dunkelheit. Sag sowas nicht, Sailor Moon. Der hört sowas nicht gerne. Das war ein furchtbares Land. Auch das hört es nicht gerne. Der Traumherrscher kontrolliert diese Welt im Eisach und bringt zahllose Menschen hinein. Ja, ja, Licht und Dunkelheit. Bla, 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 bla. Gehen wir doch alle schon. Was hältst du davon, lieber Leser? Gar nichts, Mann. Das sind dieselbe Geschichte. Licht, Dunkelheit, ja, zwei Seiten einer Medaille, schön. Das Deck selber spielt sich interessant, muss er zugeben. So. War geschaltet, wir können mal gucken. Gibt, okay, die Belohnungen. Musikalisch. Okay. Soll ich erstmal einen Schluck trinken? Einen Schock habe, musikalische Monster. So. Was habe ich jetzt hier? Fusion? Also, Polymerisation natürlich. Richtig oldschool. Der Peiniger. Ja, du kannst auch den Deck ausdünnen, ne? Ist gar kein Thema. Tja. Thank you.
Autsch! Hat gezogen, gefallen von Albers. Okay. Sieh die Welt. Vor allem Despia-Karten. Ich habe gar keine. Da habe ich eine Despia. Aber kann sie nicht aktivieren oder was? Okay, werf mal die zurück. Ich habe doch ein Finsternis und Lichtmonster. Jetzt, da geht's nicht. Der macht gerade irgendwie geschwächt oder was? Nein, verstehe ich nicht. Da hat jetzt ein Licht- und Finsternismonster auf der Hand. Ich müsste in der Lage sein. Das sind verschiedene Eigenschaften. Okay, verstehe ich nicht. Es muss gerade irgendwas aktiv sein, was ich gerade nicht sehe. Ja, kein Plan. Irgendein Effekt ist aktiv, den ich gerade nicht sehe. Alles kann wehtun. Ah, diese Schmerzen. Ah ja. Und lag es daran, dass das eben so ein Despia-Monster war und das kann nicht für irgendwas anderes genutzt werden, wa? Oder so, keine Ahnung. Ist der Traumspieler ist Terros aktiv, oder? Im Prinzip macht es gar keinen Sinn, eins von beiden. Na egal, komm. Ist egal, Mann. Ja, wir blockieren uns gerade gegenseitig. Das ist ein bisschen doof. Autsch. Einmal diese Schmerzen, Freunde.
Lustig hat gar nichts gemacht. Also der Gegner war nicht. Dann kannst du. Also, Wechseldeck. Boah. Rot markiert. Schön, schön. Was gerade war den hier? Was macht das alles? Ein Dissonance, ein Lichtmonster plus ein Finsternismonster. Könnte klappen. Fusionsbeschwörung! Au! Oh. Ah, diese Schmerzen! So, der hat jetzt auch Schmerzen. Was von höher ist. Bye bye! Alter! Das hat ihm ziemlich wehgetan. Ey, sorry, ist schon ein bisschen übel, was ich da treibe. Also, was ich da treibe, ist schon ein bisschen Traummanipulation vom Feinsten, aber. Alter Schwede. Effekt activated. Das ist ein bisschen übel. Gut, es hat ja auch Stufe 11, was insofern darf es auch ein bisschen übel sein. Victory is our. Ding ding. Sehr gut. Auch Stufe 4 hier erreicht. Perfekt. Erdgebunden. Das ist wohl ein Scherz. Nein, das ist nicht das erdgebundene Monster. Erdgebundene Unsterblicher. Das sind auch die aus 5Ds. Das waren doch die Viecher, wenn sie erstmal auf dem Feld sinken, können sie sich direkt angreifen. Gibt es irgendwie neue Viecher davon? Da gibt es auch Link-Monster als erdgebundene Unsterblicher. Was damals einen relativ krass fand, oder auch irgendwie auch cool fand, weil es ging ja eigentlich ein bisschen um Synchro-Monster-Beschwörungen und auch dunkle Synchro-Monster. Ja, die es natürlich jetzt im Real Life nie gab. Weil irgendwie Beschwörungen und so war ein bisschen seltsamer und die Farben davon, das waren irgendwie dunkle Synchromonster, waren irgendwie Negativmonster. Also musste die Stufen nicht addieren, sondern abziehen voneinander. Das war ein bisschen schräg. Und es waren noch keine weißen Karten, sondern schwarze, was nachher dann irgendwie die Xyz-Monster wurden. Auf alle Fälle, eben, was eigentlich Yu-Gi-Oh! 5 diesem Anfang halt ein bisschen auf vor allem Synchromonster ausgelegt, diese erdgebundenen und sterbliche waren halt immer Effektmonster. Aber trotzdem wahnsinnig mächtig. Und das war halt, ja, halt, ganz doof gesagt, war halt interessant. Bisschen was anderes, was Neues. Natürlich auch später wieder Fusionsmonster zurückkam, war auch sehr, sehr nice. Finden sie sich persönlich. Ja, ändere mal, wa? Macht Spaß. Ja, komm. Einmal Licht, einmal Finsternis, ist doch cool. Was? Soll ich die Hand schicken?
Achso, ja, gerne. Den ich, wenn schon den, falls er noch angreifen will. So. Kann natürlich nur sowas rufen, also mache mal das hier. Und ich rufe. Jo! Und jo! Und jo! So, der Spiegel des Spaßes, wa? Ich wollte sagen, wir haben schon zusammen Spaß. Na gut. Ich hab Spaß, wir gehen Spaß. Nee. Moment, ja, das Vieh, das Ding. Ich kann den rufen. Nee. Wie ich das auch machen kann, angreifen. Jo, gerne. Hier kommt der Terror. Okay. Durchaus schrecklich, dass man sagen darf. Okay, war jetzt vielleicht doch ein bisschen doof. Andererseits. Ich könnte. Warte mal. Hier natürlich auch ein paar Karten. Wenn ich jetzt die Karte wähle, kann ich natürlich fragen, weil ich sie opfern will, die andere Karte rufen will, nachher natürlich deren Effekt nutzen will. Das hat's gebracht, Freunde. Das hat's ja richtig gebracht. Hey, alter Schwede.
okay, ist immer, da muss auch dran denken, ist immer das Umgekehrte. Es funktioniert nicht als Einheit, sondern als Gegensätze. Könntest du das Einhorn rufen? Das wäre tatsächlich eine Option. Ja, das Spiel für den Wähler Mission entdeckt zum Beispiel den hier. Ein Stack Mission ist natürlich immer cool. Das ist zwar für ziemlich viele Monster opfern, das ist natürlich weniger geil. Nee, komm. Immer was anders. Ein bisschen einfacher quasi. So. Spaß. Ja, warum nicht? Schwächst zwar alle Karten ein bisschen, aber egal. Okay. Geht's doch nicht oder was? Na komm, was soll's. Nee. Aber warte doch, er hat die Finsternis-Dinger drauf, also um seinen Effekt zu aktivieren, wäre schon nicht schlecht. Offenbar geht's doch nicht, wa? Entweder geht's ja spät, weil er braucht die Lichtkarte dafür wieder, okay. Also natürlich will den so rufen, aber die andere Karte wieder. Ah, oh, ist das kompliziert zum Teil. Lichtfinsternis gemischt alles, ist egal. Alles anders. Okay. Ich kann natürlich jetzt die Karte, die Lichtkarte nicht mehr rufen. Also kann ich mehr in der Hand, im Deck haben vor allem. Nee, 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 nee. Du gehörst mir. Dankeschön. Die Karte wurde absorbiert, Freunde. So, ich brauche es eigentlich sowieso nicht mehr, weil ist eh vorbei. War nicht ganz so elegant wie im anderen Duell, aber hey, komm. Victory Sauer, es kann nicht immer elegant sein, ganz ehrlich. Hauptsache ist, wir haben es geschafft. So, Leute, wir haben auch die Herrschaft
Die Träume abgeschlossen, damit. Ja. Das Ding fehlt noch. Das Ding, das Ding, das Ding. Und das Ding, weil SPD-Herausforderungen, die Dinger machen nicht. Zumindest nicht jetzt, weil. Dauert mir auch zu lange. Ihr seht schon, wie viele Duelle das sind. Alle auch auf Stufe 5 oder 4. Also sind schon Heavy-Dinger. Vielleicht müssen wir das machen, um das freizuschalten. Aber da habe ich auch keinen Bock drauf. Da ist eben 3, 4, vermutlich irgendwie so 5 Folgen für die hier. Weil ich mir dann sage, okay. Pro, so, wo diese Kapitel sind wie eine Folge. Und dann zum Schluss halt noch das Ding, hä? Das wird vermutlich irgendwie dann 2 Folgen so werden. Also ja. Das, ich sage jetzt mal, vorläufige Ende vom Solo-Modus neigt sich dem Ende entgegen. Das klingt irgendwie so doof. Nee, das vorläufige Ende rückt näher und näher, das schon. Aber wir haben noch ein paar spannende Duelle vor uns, bin ich ziemlich sicher. Nächste Folge also dunkle, tödliche Rache. Und naja. Aber bald schon dann hier die Legende des Sterndrachen, das klingt irgendwie auch cool. Ha, wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal, zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel und ciao zusammen.